Mechatronik deckt im Prinzip den Bereich zwischen Elektrotechnik und Maschinenbau ab mit einem gesunden Schuss Informatik. Und als ich nach Linz gekommen bin, in diesem Fachbereich, wo man wirklich Mechatronik ausleben kann, war dann die Möglichkeit, mit Leuten aus verwandten Disziplinen, dem Maschinenbau, der Strömungsmechanik, bis hin zur Medizin zu kooperieren. In den ersten Semestern bekommen unsere Studierenden die Grundlagen zu diesen Fächern vermittelt. Das ist auch wichtig, weil diese Grundlagen ändern sich nicht und in 10 Jahren, wer weiß, was dann für Entwicklungen sind, aber wenn sie das beherrschen, können sie mitgestalten. Beim Unterrichten ist es sehr interessant, mit sehr vielen verschiedenen Charakteren in Kontakt zu kommen. Da gibt es die einen, die sehr experimentell interessiert sind, dann gibt es die mehr erfinderisch Tätigen, dann gibt es die, die theoretisch interessiert sind. Für all diese Leute findet sich im breiten Spektrum der Mechatronik etwas, wo man arbeiten kann und später auch im Beruf tätig sein kann. Wenn Sie sich im Beruf mit Dingen beschäftigen wollen, die Spaß machen, ist für mich zumindest Mechatronik eine ideale Disziplin. Ich bin Bernhard Jacobi und vor 13 Jahren bin ich echter Mechatroniker geworden, weil ich wurde Professor an der JKU.